Nice. Das war ein epischer Heirat. Eine Hochzeit. Aber vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Kuss geh raus. Das ist echt eine katastrophale Hochzeit. Ich meine, wirklich, jeder hier, keiner war da. Keiner war da. Und hier ist irgendein Obdachloser, der hier rumläuft. Das Kind schläft neben dem Brunnen. Was ist das für eine Hochzeit? Mann. Das kann doch nicht sein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wirklich. Kipp, wenn wir eine Hochzeit machen, die muss besser werden. Die muss besser werden. Also wirklich, es tut mir leid, aber die war ja wirklich Absturz. Es tut mir leid. Tut mir leid, mehr kann ich nicht sagen. Ich stinke nach Scheiße und irgendwie nimmt darum. Alle haben sich verpisst. Keiner wollte zusehen. Das war allen egal, dass ihr heiratet. Aber natürlich auch von mir, besten Glückwunsch. Ich hoffe, ihr habt natürlich, warte mal, wie sagt man, ganz viel Glück und so. Und ich hoffe, ihr bleibt zusammen, bis der Tod euch scheidet, bedeutet, bis das Projekt zu Ende ist, weil ich werde euch dort ertränken. Ja, das war mein System. Oh, geil. So, jetzt müssen wir hasseln, dass Linda sich ein Stück Kuchen nimmt. Aber warte, Hochzeitsnacht? Also machen wir erst eine Nacht, tatsächlich, weil es heißt ja Hochzeitsnacht. Ekelhafter, heiratet bezaubernde Linda. Danke dir. Ein Stück nehmen. Zusammen ein Stück nehmen. Nein, Kuchs, du isst nichts. Zusammen ein Stück nehmen jetzt. Okay, Kuskis. Kuskis, du sollst. Sie haben sich ja alles auch ein Stück genommen, gönn doch. Also muss jeder ein Stück nehmen, vermutlich. Oder? Denke. Ich will keine. Wir seien alles gut. Ihr werdet zusammen sterben. Ihr werdet zusammen sterben, das kann ich garantieren. Stimmt, Flitterwochen könnten wir machen. Aber erst müssen wir die Challenges schaffen und dann. Mimlet? Kiarva Zarde? Venosa Batanabe? Danke dir, Marco. Oh, das geht einfach nicht. Okay, nehmt euch alles schnell ein Stück und dann müsst ihr alle noch was trinken. Dann haben wir es geschafft. Wie geht's, Käffchen Kipp? Wo bist du? Lebst du noch? Er ist auch hier. Guck mal, er kommt auch angewartet. Er ist sehr traurig. Ein Stück nehmen. Ja, nimm dir ein Stück. Nimm dir ein Stück ein. Wie kommst du da? Wie kriegst du das jetzt? Ey, wie heftig er ist. Es ist ein Rund. Ist ja cool. Ist ja cool. Hallo? Okay, damit kann er nichts machen. Naja, egal. Kann sich bitte jeder ein Stück nehmen? Okay, ich glaube, wir schaffen das heute nicht mehr. Dank dieses Kind heißt. Ja, cool. Mach diese Musik aus. Aber ich habe keine andere. Ich hab nichts anderes, weil ich schlecht vorbereitet bin, weil ich nicht gedacht habe, heute wird geheiratet. Ich hätte nur irgendwie so eine ganz kurze. Warte mal, hey, ich muss halt gucken. Ich mach jetzt Pfeifert. Aber ich hätte jetzt sonst noch die hier. Also die passt noch weniger. Kapitel 13, Paragraph 12. Genau das. Also, sorry, Dänisch. Okay, gut, das ist unangenehm. Egal. Können wir bitte. Das Kind schläft. Jungs, können wir bitte einfach das zu Ende machen? Und können wir dann bitte einmal nach Hause gehen? Also, es wird gepumpt. Wie geht's unseren Glücklichen? Wo sind sie denn? Kokoskeks stinkt und. Naja, er macht. Genau das macht er. Ich stinke auch. Ist ja gut. Linda, wie geht's dir? Ey, krass, Linda stinkt nicht, aber Linda spielt Schach. Das gerne einfach nach Hause. In dem Billingklasse Wasser. Marco, du weißt doch, ich kann nicht ins Internet. Aber nächstes Stream mache ich das. Aber ihr wisst, nächstes Stream wird erst in 2 Wochen kommen, weil, ne? Ich kann leider nicht ins Internet.
Also, bei die, also wenn ich würde jetzt sagen, warten, bis der Timer abläuft. Und wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, was wahrscheinlich ist, dann war es das. Dann war es das. War das. Diese, weil meine Facecam dann crasht. Weil, weiß ich nicht, weil ich los bin. Hoffentlich sterben, Linda. Nein, danke dir, Kuskeks. Wirklich absolut korrekt an der Stelle. So, wir unterhalten uns hier gerade. War eine tolle Hochzeit, ne? Jala, jala. War eine tolle Hochzeit. Also, können wir bitte das endlich hinkriegen? Linda, schnabulier das Stück auf. Schmeckt auf sich sehr gut. Jetzt ist auf, vielleicht klappt es, kriegen wir das dann noch. Ehrlich? Ist auf. Ist auf, Linda, ist auf! Level 2 der Denkfähigkeit. Okay, gut, ich würde sagen, eigentlich, das war die Hochzeit. Also mehr kriegen wir nicht hin. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns nun nach Hause. Und dann, ne, vorzeitig beenden. Ah, ne, wir lassen noch auslaufen. Hier fand es statt. Ich hätte so eine Kamerafahrt machen müssen. Bist du so, ja? Ich war doof und konnte, hab's nicht gemacht. Schade. Ich hätte so hier machen müssen, wisst ihr? Also, so, kann ich irgendwie so einen Kameramodus machen? Wo ich so einen Zoom hab, wisst ihr? Keine Ahnung. Egal. Ich fand's trotzdem eigentlich ganz nice. Wie kann ich bloß den Kameramodus raus? Ich fand's nice heute. War eine schöne Hochzeit, wie ich finde. Jetzt stehen alle zusammen. Hochzeit abgeschlossen, Silber. Ist ja was. Dann gehen wir nach Hause. Die Tagespflege gehen. Das war die Hochzeit. Ich fand sie eigentlich ganz lustig. Muss ich sagen, ich fand sie ganz nice. Aber was machen wir jetzt? Ich würde sagen, es gibt noch eine kleine Feier. Wir haben jetzt eine Menge Geld. Und dann wird er über die Nacht überdauert. Dann können wir auch Marco den Gefallen erfüllen, den er sich wünschte. Ja. Und was passiert dann? Keine Ahnung. Ihr entscheidet. Weil ich keine Ahnung habe, was man jetzt noch machen kann. Ah ja, ich muss auch nach Hause. Stell euch mal vor, wir können uns alle sehen. Wir alle gelangweilt auf den Bildschirm. Auf so einen attraktiven Jungen. Auf einen attraktiven Jungen. Mann, ne? Holy shit. Danke, Digga. Oh, naja. Ah, finde ich lustig. Aber wir haben jetzt sehr viel Geld, Leute. Bedeutet, sie haben seine Rechnung eingetroffen. Vergesst, dass wir Geld hatten. 700 Dollar. Echt. Aber jetzt kriegt jetzt jeder ein akzeptables Bett. Nein, dann bitte hören wir auf damit. Hör bitte damit auf, wenn ich will nichts abbrechen. Scheiße. So, egal. Auf jeden Fall, wir kriegen jetzt erstmal ein gutes Bett. Aber wir sparen noch ein bisschen. Wir sparen noch theoretisch. Ja. Ey, du hast keinen Bock darauf, aber ist mir egal. Das machen wir so. Das steht jetzt fest. Punkt. Nee, aber ich will sparen jetzt etwas. Dann gibt es Flitterwochen. Also, falls es klappt. Hochzeitssäule. Scheiße, das hätte man machen können. Kriegt ihr einfach bei euch rein. Euer Haus ist traurig. Der ist ja einfach eine Hochzeitssäule, einfach weil es mir leisten kann. So, okay, jetzt erstmal gute Betten. Einzelbett. Ah ne, ihr kriegt ja alle ein Doppelbett, weil das hier. Den Rest des anderen können wir uns nicht leisten. So. Jetzt färbe ich noch ganz kurz die Wand und dann. Ne? Wenn es ein Junge wird, wird's anderen Mädchen. Ander. Der Mädchen Marco. Top Idee. Danke, Digga. Das ist eine nice Idee. So.
jetzt noch ganz kurz die Wände, damit uns unser Domizil nicht ganz so traurig ist und damit ihr auch nicht so traurig lebt. Ich feiere dieses Bild ständig, wo ich das Kind wacht auf und sieht ihn hier. Doch heftig sein. Dann brauche ich mal eigentlich ein Bild von der ganzen Familie. Kip, du musst von dir mal auch noch schnell ein Foto. Wie verwirrt der Typ auf dem Bildschirm gerade war. Das bin ich des Öfteren, das bin ich des Öfteren. Mehr als genug oft tun sein, ich verwirrt. Ich würde sagen, ich eigentlich noch, also könnte ich auch einen anderen Boden geben. So, ich lasse euch in die Entscheidung. Habt ihr eine Idee, was für einen Boden ihr denn haben wollt bei euch? Die Entscheidung würde ich euch natürlich überlassen. Weil ich ja auf euren guten Geschmack bin. Lieben natürlich in euren guten Geschmack, wollte ich sagen. Als kleine Abgrenzung. Dann bestellen wir Essen. Pizza. Das sage ich jetzt einfach so. Das ist ein Befehl gewesen. 0W. Ich würde sagen, ihr kriegt einfach so solche Wände hier. Wenn ich das so sage. Gut. Oh, warte, ich hab die Sims-Musik noch. Sekunde. Die geht ab der Hälfte nicht mehr so nice, aber den Anfang ist so gut. Das war das Lied von Jonas. Okay, gut. Tschüss, Kokoskeks. Viel Spaß beim Film. Es ist alt und wohl. Okay, du wäschst jetzt bitte erstmal. Bahn. Linda ist sehr glücklich wegen frisch verheiratet. Das Versprechen lebenslanger Gemeinschaft macht jeden Sim glücklich. Fühle ich tatsächlich. So, das habe ich kurz am Bein gekratzt tatsächlich. Warum ich das jetzt gesagt habe, keine Ahnung.